Habe ich Kisten? Geil. Alabama. Haben wir Deutschland? Das war jetzt nicht so krass wie erwartet. Okay. Man kann ja keine Blast Protection und andere Protections mehr auf dem Rüstungsteil machen, gell? Ja. Das scheint so nicht, ne? Trotzdem zwei. Dann will ich ja auch gar keine Protection haben, oder? Das ist ja scheiße. Doch, Protection ist eigentlich schon nice. Blast Protection meine ich. Ja, das ist ja Blast Protection ist halt. Scheiße. Doof. Wenn du vor dir bist, kannst du sowieso nicht von Link sterben. Was macht alles Blast Damage? Ich glaube nur Gas und Creeper. Ja. Und Betten. Und Betten. Und TNT. Und er endcrystals, aber sonst, ja, Feierabend. Ja, TNT wird's nicht sein. All the way. Apropos TNT. To fucking Victory Town. All the way. All the way. It's good to be a winner. Every now and then. I believe in you. I believe in Steve. Glory, all the way to victory. Steve. Okay. So, schon, ich fange jetzt an, okay? Alter, traust du dich nicht. Also ich mach dich fertig, ich mach dich krank an Haus. Junge! Martin bringt dich hin mit Flughafen. Also. Eklig. Iron Block. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie ich das haben will. Wie viele Iron Block ist? 1, 2, 3. Wenn eine Spinne ist, können auch noch andere Böshaftigkeiten. Wieso ist die Spinne böse auf mich? Es ist Tag, Junge. Tja, da würde ich mir jetzt Gedanken machen, wenn ich du wäre. So ein Ding. Oh. Was ist falsch mit dir? Hier aufs Maul. Dumme Scheiße! Ah! Die hat mich unter ihrem Arsch geschlagen, Alter! Krass, oder? Die hat mir den Arsch hingedreht und dann habe ich auch bekommen. Geil. Ey, das finde ich jetzt aber. Das ist halt eine Arschlochspinne. Das ist normal bei denen. Ja, richtig. Ich verstehe. Das fand ich jetzt aber weniger erotisch. Also schon ziemlich, aber. Ich möchte zumindest gefragt werden dafür. Davor, Deutschland. Wenigstens Date. Ja! Ho, 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 ho. Geht ja gar nicht an hier. Alter! Ja? Ich hab ne... ich sag's gleich, erst wenn ich damit fertig bin, weil dann... Oh. Weil dann kannst du dich nicht mehr jinxen. Na 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 na. Und ihr werdet alle neidisch sein. Unglaublich. Wieso soll ich auf eine Ente neidisch sein? Also, aber wieso sollte man nicht auf eine Ente neidisch sein? Keine Leitscher holen. Ich bin neidisch. Tötet ihn. Ich weiß nicht, ob du mich da noch töten kannst. Warum sind hier drei Endermen in der Hölle? Ich hab Angst. Nimm, mach die weg! Was kann das krasses sein? Wie gesagt, zu mir hast du verzauberte Rüstung. Hol dir die Enderperlen. Ich hab aber noch keine gute von Zauberrüstung. Ja, ich bin dabei. Ich hab gar nichts. Super cool. Was ist los heute? So, geh schon, wer? Erzähl uns von deinem Problem. Ich sterbe gerade. Weil das alles Hacker-Pisser sind. Die schummeln! Ich habe zwei Blöcke platziert, um dafür zu sorgen, dass sie nicht zu mir kommen. Währenddessen gehen die da auch hin. Und dann verschwindet der Block, aber der wird nicht hingesetzt. Und du fällst in Lava? Und da hatte ich keine Blöcke mehr. Nö, und dann haben sie mich getötet. Aber du lebst. Ach so.
Du meinst, schon wer wurde getoti macht von Enderman? Sorgt dafür, dass ich lebe. Das steht bei mir nicht. Schon, mach doch einfach so eine 2. Wurdest du wirklich getötet? Das, genau das wollte ich machen. Schon wer? Ah, und dann haben sie dich genudelt. Ja. Schon, wir haben die echt getötet. Ja. Interessant. Weil bei mir steht nichts. Bei mir warst du krass. In meinen Geschichtsbüchern bist du keine Lusche. Ich kann ja auch nicht sterben, was denkst du? Du hast gesagt, ja. Ja, nur weil ich tot bin, heißt das nicht, dass ich gestorben bin. Ich war verschissen, du bist ein Regenbogen, Mann. Fick dich, Endermann. Fuck you. So, komm her, du Bitch. Das jetzt. Get fucked. Okay, ich hab eine Endeperle. Wieso? Nein. Ich brauch nein, schon wer? Nein. Dann habe ich halt keine Enderperle. Nee, es ist, ist hier einfach. Wie da ist. Der Lutz nicht okay. Hä, ja, du hast eine Enderman-Farm gebaut oder was? Nein. Da sind drei Endermen in der Hölle. Alter, eine Enderman-Farm. Ja, vielleicht ist er. War er ganz. Der macht euch alleine den Moonlord. Er hat einfach so eine coole 5-hohe Fläche gemacht, so, wo halt nichts ist. Genau. Das sind die coolsten Flächen. Warum höre ich einen Huhn? Oder ja, was war das? Ich höre Dinge. Ich habe Angst. Lutz war mal beim Abstecher bei dir vorbei und hat überall wieder Hüter platziert. Ja, oder in der Hölle, am anderen Ende der Welt. Ja, eben. Noch bevor du den Weg gemacht hast, er hat dich gefunden. Krass. Weißt du, er wusste gar nicht, dass du da bist. Er dachte sich nur, ich spüre hier eine Erschütterung der Macht. Hier müssen Hühner hin. Richtig, ja. Der hat da so ein Gefühl für. Hier fühle ich's. Erstmal ein paar Eier legen. Ja, richtig, der Lutz, der wirft die ja auch nicht hin, der legt Eier sie selber. Der hat die erst gelegt. Richtig. Ja. Ah, mal raus mit der Scheiße, Junge. Voll gut. Das sagt sich, wenn man so Bock auf so Omelette hat. Richtig. Einfach nur kräftig drücken. Ja. Also so eine Superkraft zu haben wäre schon krass, auch wenn es wahrscheinlich weh tut, also hätte ich es doch nicht gerne. Ja, Goldscheißen, das hört sich nicht so geil an, ne? Stell dir vor, du wärst ein Japaner. Jetzt mal ganz die stehen ehrlich, auf so einen Scheiß. Eierlegen dürfte wahrscheinlich nicht so weh tun, wie so ein Hund die rausdrücken. Ja gut, wir sind aber auch keine Frau. Ja. Was willst du mit dem Argument sagen, dass für die okay ist? Die haben das schon ein paar Mal öfters durchgemacht als wir. Ja, alle Frauen, besonders die, die noch nicht schwanger waren. Alle Frauen kollektiv. Ja. Wir denken doch nur im kollektiven Sinne. Schwarmintelligenz. Richtig. Und das Intelligenz da ist schon hart umstritten. Ja, gut. So, jetzt waren wir heute nicht nur rassistisch, sondern auch sexistisch. Läuft heute alles sehr gut. Digga, ja, Bruder, Alter, lol, muss los, Alter, muss los, Erik genommen. So. Warum ist das eigentlich so dumm? Nein, nicht noch mehr Silberfische, Mann. Ich wäre für mehr Silberfische. Ich wäre für Silberfischmeere. Ja. Silberfischmeere. Weil schwer ist einfach mehr. Richtig. Und was wären dann die Meeresfrüchte von Silberfischmeeren? Bananen. Silber. Silberfische sind eigentlich nur so kleine, die sehen aus wie so kleine Dinger. So. Ach so! Hässlich. Ich weiß. Die haben wir auch ja, ich weiß. Ganz selten mal. Weil. Ja. Alter, hör auf! Nö. Ich weiß. Mein halbes. Ich find's. Ey, was geht denn jetzt ab? Das war ich mich auch nicht. Silberfisch hiss es. Mrs. Silberfisch! Der hisst. Mrs. Pass? Die fauchen, Alter. Ich wusste gar nicht, dass die so fett Geräusche machen können, aber. Blau. Ja, wie im echten Leben, Alter. Fette Leute machen immer Geräusche. Stell dir mal einen fetten. Oh Gott. So einen fetten vor, der aufsteht von der Couch und kein. macht. Richtig, und dann fliegt ein Ei aus dem Haus. Und dann werden wir wieder Full Circle. Moin.
Fliegt eine Eier aus dem Raus. Ja. Okay. So Panik-Ei. Terminus und Schonwehr, die Anatomie von Fetten. Wir sollen ein Buch rausbringen. Schonwehr! Ich habe nun ein... Fett im Eierleger-Business unterwegs. Alles gut. Ich habe das krasseste Ausrüstungsteil von uns allen. Ich lese vor. Luck of the Sea 3, Lure 2, Mending und Unbreaking 3. Schaufel. Die geilste Angel der Welt. Ja, ist nicht kontraproduktiv, wenn du Lure und Ding hast. Ding? Nein. Können wir schlafen gehen? Lure sorgt doch dafür, dass es schneller kommt und Luck of the Sea das selteneres Zeug kommt. Ja, mach nicht Lure mehr Fische. Weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, leck mich. Das ist aber cool. Hell. Ich glaube, es ist nein. Fische. Glaub ich nicht. Schon wer hast du meine Request erhalten? Ich schlafe. Schlafen alle? Minecraft. Nur. Alles klar, ich finde bei dir kein Bett. Ist Tag? Ist schon Tag? Ist schon Tag? Nee, irgendwer pennt nicht. Keine Ahnung wer. Cindy ist raus. Lutz? Ja, ich penn. Ist Tag. Also da steht nur dran, dass ein Fisch halt an die Angel dran geht, aber ich glaube in dem Moment weiß man noch gar nicht, was man angelt. Wie, bist du kein Hellseher? Ich bin Dunkelseher. Da sehe ich schwarz für dich. Ich sehe die Nacht, bevor es Tag wird. Ich sehe tote Menschen. Cool, mal wieder besseres Gespräch. Was? Maso. Genau. Olo. Ugu Gaga. Olo. Ja. Was? Ich tue mal so, als hätte ich dich verstanden. Ah, natürlich. Ah. Würdest du dem auch zustimmen? Machst du auch immer, oder? Und dann fett kacken gehen. Bruder muss los und dann fett kacken gehen. Ja, das wäre dann Bruder muss groß. Ja, stimmt. Das gibt eigentlich voll keinen Sinn, was du so erzählst. Musst du dich verflüchtigen? Verflüchtlingen? Genau das habe ich gesagt. Ich glaube, niemand will aus Deutschland so wirklich raus. Ganz klar. Aber hier ist scheiß Internet. Hast du recht. Alle, die sich über Artikel 13 freuen, Artikel 17 mittlerweile, die sehen das vielleicht anders. Was ist dunkler, dieses geile Schwarzeichenholz oder Tannenzapfenholz? Schwarz. Dunkelschwarz. Ich will nicht wissen, was Marci dazu denken würde. Schwarz. Der denkt schwarz. Fischen. Schwarz, dunkelschwarz und ganz schwarz. Ach, Marci. Darfst du übrigens Marci dazu, mit uns Minecraft zu spielen? Nein. Wobei, eigentlich schon hat er Minecraft. Weiß ich nicht. Jetzt bin ich ihn einfach. Wer hat kein Minecraft? Und die. Welche normale Person hat kein Minecraft? Was ist normal? Welche? Jetzt hat welche? Ja. Welche? 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 Nametag! 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 Wir brauchen eine Endfarm. Da leben ja XP. Noch ein paar Dorfbewohner. Da haben zwei Dorfbewohner überlebt. Jemand hat die eingemauert. Voll schlau. Ja, das an dem Haus. Ja, das war ich. In dem Wald, oder? Okay, dann warst du. Ja, es wäre halt praktisch, wenn die überleben. Das hätte ich auch. Ja, ich mach nix. Die müssen wir entführen mit zwei Leinen und ich überlege gerade, ob ich hier unten gerade schon das Villager-Dorf reinmache. Er schüttet nur Lava rein, dass sie nicht kalt werden. Fuck. Ah, die Pillager sind in die Schlucht gefallen. Jo. Idioten. Los. Pass auf, vielleicht ist ein Magier dabei. Nee, kann ich nicht. Ich geh da nicht hin. Es gibt Pillager-Magier? Was machen die? Kennst du
von Star Wars diese coole Sandmap, wo so ein Vieh in so einem Sand ist mit so einem coolen Mund? Ja. Ja, ungefähr das kann der spawnen in klein und so in Reihen und Kreisen. Echt und jetzt? 3 Damage oder so für Diabisch. Der kann dir quasi Fallen unter die Füße legen. Ja, nicht Fallen, er spawnt sehr auf dich drauf. Scheiße, wo bin ich? Erste, die hab ich noch. Wieso? Die ist fast kaputt, also nein. Ich hab auch eine, aber ich werde auch eine. Ich muss die erste irgendwie noch reparieren. Kannst du nicht einfach einen Diamond am Boss machen? Okay, Cindy, dann kannst du ja nun zu meinem anderen Haus kommen. Echt, jetzt ist kein Sessling rausgekommen? Shit, Bruder, muss los. Wofür brauchst du eine Diamant Silk Touch? Wieso machst du denn nicht einfach eine Gold Silk Touch? Achso, sind ja wahrscheinlich Diamanten gefunden, oder? Das ist doch egal, mit welcher du die Silk Touch. Das geht auch mit einer Holzspitzhacke. Ich glaube, mit der Steinspitzhacke. Der Silk Touch geht doch immer. Immer. Wo ist dein zweites Haus? Durch die Hölle. Ja, die Frage ist tatsächlich smart. Als ob du dir ein Haus in der Hölle machst. Nein, Durch die Hölle. Alter, ich hab ein Buch. Ganze Hölle ist ein Haus. Knockback 2, Smite 4. Geangelt. Oh, nee. Ja, ist nicht so gut. Sag ich jetzt mal dazu. Aber auf dem Bogen? Oh, nee. Um Leuten auf die Nerven Bogen zu gehen? Schmeid. Was ist Smite? Ist das Feuer? Smite? Nein, Fire Aspect ist Feuer. Was ist Smite? Smite ist, ich glaube, gegen Untote. Egypt. Darum sage ich ja. Wie macht man sich einen Hook? Wie man scheißt, so scheißt man. Ein Hook? Willst du Pirat werden? Captain Hook. Bestellt schon mal den Alligator-Krokodil. Weiß nicht, was das war. Ich bin noch nicht. Kack, yes. Ich mag schon mehr. Die Drecke sind sauer zerstanden. Ich angel und es ist sehr schön. Betreibst du Angling? Ich weiß nicht, ich hab Ledergang. Wer hat seine Kuh ertränkt? Angling. Angling, oh, Sachsen. Oh. Cindy, sag dann, wenn du da bist. Sag sie nicht. Noch ein Nametag, also. Cindy. Schon, wir machen noch schnell 4 Erfahrung. Endermann. Ja, aber davor. Hölle. Wie Hölle? Pigman oder was? Was? Nein! Du Ding kannst abkrabbeln. Du kannst deine Öfensysteme automatisieren. Ja. Ja, ja, was wirklich brennt, Kelp, Junge. Ja. Kelp ist ja richtig sick, das kannst du, das verbrennen, daraus Treibstoff machen und es lohnt sich am Ende. Sick, gell? Und du kriegst Erfahrung noch im Prozess. Ich hab Hunger. Kann man es auch sagen. Achso. Also ich hab jetzt ungefähr 6 Minuten ungefähr geangelt und bin von Level 3 auf Level 7. Das ist nicht viel, aber